Fangermantel, der letzte Tag. Wie hast du gerade gesagt? Der Club der verlorenen Herzen. Nein, nein, also ich hätte da eine andere Bezeichnung, aber die ist nicht jugendfrei. Nein, jugendfrei ist sie schon, aber sie ist nicht charmant. Aber ich bin ja charmant, oder? Und die wäre? Na, schwieriger zu vermitteln. Nein. Nein. Sind wir nicht. Aber schön ist, dass ihr alle hergefunden habt, dass ihr nicht, ja, ich habe schon gedacht, die eine oder andere wird nicht mehr kommen, weil, nein, mag nicht. Also ihr habt noch Hoffnung, oder? Ich habe auf jeden Fall noch Hoffnung. Auf geht's. Verheiratet? Ich, nein. Warum nicht? Liiert. Mei, du, weißt du, was du jetzt für ein Glück hast? Warum? Wenn die jetzt nicht dabei gewesen wäre, die hätten die ausgezogen. Ach, das glaube ich. Oh. Mädels, jetzt sag's mal ehrlich, darf ich mal bitte, weißt du, jetzt schau. Eine Ausstrahlung. Ha, das ist doch ein Schmankerl, oder? Ausstrahlung, super Ausstrahlung. Ja, tut mir leid, der Mäusebär ist schon raus. Der Mäusebär ist für. Mäusebär. Ich brauch 6 von denen. Echt? Hey, Mäusebär, halt! Halt! So, wie heißt du? Ich bin der Josef. Wie heißt deine Frau? Die gibt's nicht mehr. Das heißt, du wärst zu haben? Ja, sozusagen. Gibt's irgendjemand, der außer ins Fahrgeschäft auch an den Mann hinschaut? Ich bin leider raus. Ich bin auch raus. Ich bin raus. Map. Weißt du, was ich da sag? Ja, ich bin jetzt schwer näher. Ich, Depp, hab mir die Idee einfallen lassen. Ja, Fangermandel. Was ist jetzt an dem Burschen nicht? Das ist also. Solche Burschen sind nicht zu haben. Stimmt, ja. Vergeben? Ja, natürlich. Vergeben. Wer heißt deine Freundin? Mein Wohnen. Amelie. Sehr gut, schöner Gruß daheim. Gleich laufen, oder? Einfach gleich laufen. Ich hätte wieder genau deine Kragenweite. Ja, schau mal, das ist doch ein Paradebürscherl. Ja, schau echt, das steht aus. Eine schöne Tracht. Schau, ist gut. Ja. Ja? She is with me. She is with you. Yes. Ja, ja, ja. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Ganz da hinten ist einer. Oh, schaut euch mal dieses Glänzen an. Schau, da, hier, hier. 6 solche Wahnsinnsweiber, verstehst du? Da kommst du gar nicht mehr mit dem Schaum nach. Hast du jetzt was gesehen? Nein, ich hab den Kellner gerade gefragt, aber der ist schon vergeben, leider. Ja, nur der ist vergeben. Ja. Der ist durch. Und wir suchen weiter. Jetzt? Du kannst jetzt zweimal ums Karussell gehen, ich verfolge dich, also bleib gleich stehen. Ich hab keine Freundin. Bin Single. Glücklicher Single. Und wir zwei sind zusammen da. Wir sind Arbeitskollegen. Aber ihr seid nicht zusammen? Nicht zusammen. Free! Nein! Was willst du? Wie ich will. Ich will ja was Gutes tun. Ja, er ist ein bisschen schüchtern. Where's your girlfriend? I'm from California. And where's your girlfriend? Oh, no girlfriend. No girlfriend. No girlfriend. Wie schaut's aus? Ziehen wir nach Kalifornien? Kalifornien ist natürlich schon sehr schön, ja, das stimmt schon. Ja, aber. Na. Seit Tagen belagern wir dich, gell? Weil dich deine Frau so enttäuscht hast. Und ich gebe nicht auf, weil jetzt habe ich 6 an der Zahl dabei. 6? Was soll ich mit den 6 anfangen? Naja, lauter unterschiedliche Frauen. Jetzt kannst du eine aussuchen. Eine. Eine. Na, na, ich bleib dabei. Wie müsst ihr denn ausschauen? Am besten wird Mama. Wie war's so mit Umkonvertieren und so? Vielleicht hast du Männer Scheiß drauf oder so? Okay. Schau mal, ganz ein charmanter Bursch. Ja, aber sorry. Wer ist vergeben? Ich bin ganz schlimmer. Ja, das ist mir wurscht. Bist du vergeben? Ja, Logo. Wirklich? Ja. Wie schaut's jetzt mit euch aus? Auch erwischt. Vergeben. Ohne Ring vergeben. Dreckige Fingernägel. Dreckige Fingernägel. Ja, dreckige Fingernägel. Aber das ist wenigstens irgendwas, ja. Der Wickerl ist meine letzte Rettung. So, Freunde, also, der letzte so Fangermantel. Ja. Wickerl, Teufelsradl ist ja eine Kuppelstation. Absolut, ja. Und wenn es du jetzt nicht schaffst, dann sind es definitiv unvermittelbar. Richtig, genau. Also, du hilfst mir jetzt, mir auf Schauen, dass wir die Männer da finden für meine Damen. Ja, genau so machen wir das. Auf geht's. Sechs, ihr holt euch jetzt einfach einmal bitte auf das Teufelsrad drauf, ihr sechs. Dann fahren wir ganz langsam eine Runde mit euch, damit Männer euch alle anschauen können. Ja, damit sie wissen, auf was sie sich optisch einlassen, der Charakter ist was anderes. Ja. Wir brauchen jetzt 6 junge Männer zwischen 25 und 45, die Single sind.
Du bist ja keine 25, außerdem bist du besoffen. Oh. Was willst du machen? Männerrunde! Ich muss sagen, das hat nicht funktioniert. Diese Damen fahren und alleine mit, das macht aber auch nichts. Und wir werden uns jetzt ein schönes Wochenende nach der Wiesn gönnen, herrlich Fangermandel genießen und die müssen zuschauen, wie die anderen alle verliebt durch den Pool springen und durch die Landschaft. Das war's für dieses Jahr. Ich sage danke, bis nächstes Jahr. Servus!